Würden Sie zustimmen, Ihren Tagesablauf, Ihre Aufenthaltsorte und all Ihre Kontakte einer fremden Person zu überlassen? Wohl kaum. Wer aber eine Handy-App herunterlädt oder bei einem Gewinnspiel mitmacht, der weiß oft nicht, dass die gesammelten Daten weiterverkauft werden. Datenhandel ist längst ein Milliardengeschäft, auch in Österreich. Aber was passiert mit unseren Daten? Benedikt Feichtner hat nachgefragt, was Science-Fiction und was bereits Realität ist. Sie wissen alles über uns, aber wir wissen so gut wie nichts über Sie. Firmen, die unsere Daten sammeln. Egal, ob durch das Smartphone oder ein Zeitungsabo. Daten sind ein Milliardengeschäft. Das sagt einer, der es wissen muss. Marketing-Experte Philipp Pfaller. Das hängt also davon ab, für welchen Einsatzzweck dieser Kontakt gedacht ist. Man kann aber schon davon ausgehen, dass es zwischen wenige Euro und durchaus vielleicht auch 15, 20 Euro oder mehr gezahlt werden. Sarah Spiekermann untersucht, was mit den gekauften Daten gemacht wird. Personalisierte Werbung etwa, aber das sei nur der Anfang. Wenn man Fitness-Apps zum Beispiel sich installiert, dann sollte man sehr darauf achten, dass diese Apps nicht die Daten weitergeben. Denn natürlich sind unsere Bewegungsprofile, unsere sportlichen Aktivitäten sind ja sehr interessant, zum Beispiel für Versicherungsunternehmen. Unsere Daten entscheiden auch, ob und zu welchen Konditionen man etwa einen Kredit oder einen Job bekommt. Zu den größten Datenhändlern zählt Oracle. Die US-Firma hat Profile von 3 Milliarden Menschen erstellt. Wir sprechen hier über Profile, die Eigeneinträge haben von mehreren tausend, 2.000 bis 10.000 Profildaten pro Person, die hier zusammengeführt werden. Da sind die alten Ideen von Name und Geburtsdatum sind total passé. Brunn am Gebirge, nahe Wien. Auch bei uns wird mit persönlichen Daten gearbeitet. Geschäftsführer Anton Jenzer ist Präsident des österreichischen Marketingverbandes. Wir bekommen tagtäglich Kundendaten ins Haus. Wir haben da auch unsere Sicherheitsvorschrift, unsere Zugangsberechtigung, also jeder Einzelne ist registriert, wer mit welchen Daten arbeiten kann, wer welche Zugänge hat. Und die Kundendaten werden bei uns verarbeitet in Form von zum Beispiel personalisierter Werbung. Hier wird Werbung gedruckt, aber auch Online-Werbung kreiert. Wer welche Werbung bekommt, entscheiden die Daten. Für Bürgerinnen und Bürger ist längst nicht mehr ersichtlich, was mit persönlichen Daten passiert und wer die Daten besitzt. Es kommt natürlich vor, dass jemand sich meldet und sagt, wieso habe ich die Werbung bekommen. Auch da gibt es klare Regeln, dass man hier dann eine Auskunftspflicht gegenüber dem Empfänger dieser Werbung hat. Aber wie sicher sind unsere Daten? Selbst dem US-Geheimdienst NSA oder Unternehmen wie Yahoo sind Daten gestohlen worden. Auch in Österreich sorgen Datendiebstähle immer wieder für Schlagzeilen. Die Daten lassen sich nämlich illegal teuer verkaufen. Wenn die Daten einmal wirklich in illegale Hände sozusagen gelangt sind, habe ich nicht wirklich Möglichkeiten, das mit Sicherheit wegzubekommen. Durch das Internet werden auch von privaten Nutzern Daten gestohlen. Das ist etwa möglich, wenn voreingestellte Passwörter nicht geändert werden. Als privater Benutzer ist es sicherlich als eine Maßnahme sinnvoll, für jedes Service ein eigenes Passwort zu verwenden. Das klingt jetzt sehr aufwendig, kann man aber in den Griff bekommen, indem man einen Passwortmanager verwendet, in dem dann diese einzelnen Passwörter gespeichert werden und man selbst muss sich nur das Passwort für den Passwortmanager merken. Die Datenschutzbehörde hilft geschädigten Bürgerinnen und Bürgern und überprüft Unternehmen. Andrea Jelinek ist die Leiterin dieser unabhängigen Behörde. Also an die Datenschutzbehörde kann sich jedem wenden, der glaubt, dass entweder eine Auskunft, die er erhalten hat, nicht vollständig ist, dass sie nicht richtig ist oder wenn er Daten gelöscht haben möchte oder richtig gestellt haben möchte. Wenn Daten freiwillig hergegeben werden, kann auch die Datenschutzbehörde nichts mehr machen. Andrea Jelinek empfiehlt deshalb immer, das Kleingedruckte zu lesen. Da steht auch ganz deutlich drinnen, was mit den Daten passiert, die man angibt. Man muss es nur lesen. Sarah Spiekermann beschäftigen vor allem die ethischen Fragen des Datensammelns. In einer beachtenswerten Studie kommt sie zu dem Schluss, dass das Datensammeln nicht nur unsere Privatsphäre, sondern auch demokratische Grundwerte wie Freiheit und Menschenwürde bedrohen. Mir geht es hier um eine systematische Überwachung, kommerzielle Überwachung der Bevölkerung.
Und das unter dem Deckmantel der juristischen Absicherung, weil wir als Konsumenten so viele AGBs unterschreiben und auch gar nicht die Wahl haben, dies nicht zu tun, denn wenn wir nicht unterschreiben, kriegen wir den Dienst nicht. Ich muss mir genau überlegen, will ich wirklich an jedem Gewinnspiel teilnehmen, will ich wirklich jede Kundenkarte haben, sind diese Vorteile, die mir da versprochen werden, wirklich so viel wert, dass ich meine Daten dafür hergebe. Ich muss einfach damit rechnen, dass mit diesen Daten auch etwas gemacht wird. Nichts ist gratis. Wer Gratisangebote dennoch nutzt, muss damit rechnen, dass Daten gespeichert und verkauft werden oder auf das Angebot verzichten.